Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann wird es Zeit, in die Basis zu gehen und mal mit Gaia zu schnacken. Wir können nämlich jetzt Hepatitis B oder wie auch immer der heißt, festhalten. Ich glaube, er heißt Hephaestus oder so ähnlich. Aber jetzt haben wir noch einen mühsamen Weg nach oben, den Aloy hoffentlich problemlos bewältigt. Ich wäre schon dreimal abgestürzt. Aber deswegen hab ich ja auch nicht die Verantwortung, die Welt zu retten. Das haben die Entwickler schon richtig gemacht, nicht mich zu fragen, dass ich hier den ganzen Kram aufräume, den die Menschen verbockt haben. Ja, einzigartige Situation. Ich will jetzt aber erstmal wissen, was Gaia zu sagen hat. Gaia. Wir haben Willkommen jetzt die zurück. Omega-Freigabe. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, So aber wir Mittel. haben noch ein Problem. Nein. Ist Beta oder der Anlage etwas Ich hätte lieber passiert? eine Den Lösung. will ich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Was hat der Er hat sich gemacht? stark im Brutstättennetzwerk ausgebreitet und Nein. wird immer mächtiger. Muss ich Aber Brutstätten mit den erobern? wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren, wird länger dauern, als wir bisher angenommen Macht es haben. Und wie lang? computertechnisch Sinn? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Menschenstunden Unter vier oder Stunden wird es wahrscheinlicher, Hundestunden? dass die Zeniths uns entdecken. Ja. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth-Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Sehr schön. Berechnung Immer läuft. gut die Synergie. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden Ja, dauern. das kriegt man hin. Okay. Dann müssen wir nur 12 Jahre lang Es noch sieht aus, Beta als brauchen wir ausbilden, Beta damit die bei was Gemini. kann. Meinst du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Sehr gut, Solange feuerfrei. Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Ah, hat die wieder ihre Beta-Blocker nicht genommen. Sowas. Muss ich auch noch hinter der aufräumen. Das ist doch auch eine Elisabeth. Müsst doch damit klarkommen. Ist egal, wir schauen mal, was sie will. Wer willst du? Wo bist du überhaupt? Schau wieder im Kerker. Na, da kriegt man keine gute Laune. Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu Aloy. sein. Ja. Hi. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, Ach, ich fürchte werd ich. so Wir haben halbe keine Minute Wahl. Gespräch. Viel Glück. Dankeschön. Ich krieg das hin. Ich bin professionell. Hi, Beta. Peter, Es du wird Zeit, musst ein mit uns Alpha kommen. zu Es geht nicht werden. anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Keine Allein Sorge, davor töte in ich eine dich. Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Überleg dir, wie die Chancen stehen. Ich beschütze dich. Val Kriegt und ich werden auch Selbstbefriedigung bei eine ganz Gemini andere sein. Bedeutung. Ich beschütze dich. Sobald Ja, wir Hephaestus komm. haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Dann macht's doch auch keinen Ich Unterschied. habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance! Nicht mit der Einstellung. Beta. Lass mich in Ruhe! Du verstehst nicht! Das stimmt. Das tue ich nicht.
Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Der Mutige. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Ich habe mich zusammengerissen. Keine Ahnung. Vielleicht hast du einen gesunden Überlebensinstinkt. Können wir nicht einfach noch einen Klon machen? Gaia kriegt das bestimmt hin. Obwohl, die war bis jetzt ziemlich nutzlos. Ah, die Vaterfigur fehlt. Beta. Du bist nicht kaputt. Beta. Schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Das ist mein Papa. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett. Doch, natürlich. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Ganz angenehm. Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Rost war schon ziemlich cool. Und ist es noch. Ist immer noch schmerzlich, dass er leider auf eine Farm im Himmel gezogen ist. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das ist auch mein Motto. Das haben die von mir geklaut. Vielleicht wird Beta auch eine gute Rüstung helfen. Ich fühle mich in einer guten Rüstung immer sicherer. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Oder wir sterben eh alle. Ich gehe mit. Sehr gut. Hat zwar länger gedauert als eine halbe Minute, aber mal wieder eine Frau überzeugt. Lang, lang ist hier. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Was denn nun? Ja, sicher. Ich töte dich. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden. Ja, ich töte dich. Ich will dich. Nie wieder ihre Sklavin sein. Verstanden. Verstehst du das? Ich habe einen Pfeil mit deinem Namen drauf. Also mit meinem. Okay. Versprochen? Ja. Versprochen. Voll ins Knie. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Okay. Du hast 5 Minuten. Wie musst du dich denn vorbereiten? Nein, wenn du es bist. Ich schwöre. Ich bin jetzt bereit. Ja, gut. Ich glaube, die muss einfach nochmal aufs Klo. Wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Ja, bin bereit. Hab nicht umsonst so viel Nebenquests gemacht. Ich bin stark, wenn mich keiner angreift. Sei gegrüßt, oder stärkere Aloy. Waffen hat. Ja, sei gegrüßt. Hallo, Aloy. Ja, nochmal hallo. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast... Bestimmt alles gehört. Ist wie Alexa. Ja. Lauscht und hört alles. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Sehr schön, sehr trotz schön. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, 2 Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Jo. Beam mich hin. Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Nein. Weg. Weg nach Gemini. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich hoffe, Beta ist vorbereitet. Wir alle zusammen. Sehr gut.
Das habe ich doch gerade getan. Wo haben wir die schönen Pferdchen her? Also Maschinenäquivalent. Äquivalent von Pferdchen. Ist egal. Hier sehen alle entschlossen aus. Das kann nicht schief gehen. Viel Glück, ihr anderen. Hey, die ist auch dabei, die... Nicht die Quen. Quen hieß ihr Stamm, Alva, glaube ich. Ist ein paar Tage her, seitdem ich die letzte Folge gemacht habe. Ist ein bisschen was dazwischen gekommen. War sehr stressig, aber jetzt ist hoffentlich weniger stressig. Zumindest kann ich weiterzocken. Ja, bedeutende Gesichtsausdrücke. Schneller reiten, dann kommen wir schneller voran. Die Welt ist in Gefahr. Okay, die Schläuche in die passende... Was haben die denn da gebaut? Ein Gaia-Staubsauger. Naja, alles klar, solange er ordentlich saugen kann, macht's bestimmt Spaß. Fahre hoch. Wo hoch fährst du? Peter, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Jo, viel Schön, Spaß. Schön, deine Stimme zu hören. Erend, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und sehr schön. Auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Aloy out. Wieso ist Wahl der einzige Kämpfer bei mir? Die Bestie. Obwohl Ehren können sich auch verteidigen. Und so auch. Und Alva auch. Ein bisschen zumindest. Elisabeth Na gut, die kriegen es hin. Aktiviere Omega-Freigabe. Noch eine Elisabeth. Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Warum bringen jetzt zwei Eingaben das? Nein, danke. Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Hi! Ja? Halt! Was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Aje. Hätte man nicht sich auf den Windows Defender verlassen bei Gaia. Ein Riss? Da! Anlage aktiviert. Starte. Autonome. Nein, nein, keine Verteidigung. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Da kommen sie! Ja, ist ja gut. Aloy, zieh deinen Bogen! Und beschütze Beta! Was mach ich? Sei vorsichtig! Bin vorsichtig. Mein zweiter Vorname. Ah, ein Behemoth. Und gleich ist es ein Toter. Also, eventuell. Wenn wir es schaffen. Au! Nicht alle gleichzeitig. Wer greift denn wieder an? Bleib weg! Er bleibt selber weg. Au! Das hat wehgetan. Zeit für Mut! Ist das Mut? Oder habe ich es gewechselt letztes Mal? Ist egal. Ich treffe ja eh nicht. Okay. Das ist unfair. Das ist wiederum gut. Komm schon, Aloy. Keine Munition. Ich habe die Pfeile genommen. Das bringt doch gar nichts. So, jetzt aber. Sicherheit, Aloy. Ja, keine Sicherheit. Ich sagte, einer darf nur auf mich schießen gleichzeitig. Wie soll ich sonst machen? Geschafft! So, jetzt hast du keine Waffel mehr. Da wäre ich zumindest auch unglücklich. So. Eine Verwüsterkanone. Hier drüben, du!
Nicht hier drüben, hier drüben. Ja, scheiße. Ausgewichen. Und Aloy, ich brauche hier Hilfe. Aloy, Hilfe. Ja, ja. Keine Munition, wartet mal, Jungs. Ich muss nachcraften. Lock sie von Beta weg. Warum? Die Beta einen Bogen. Das waren alle Maschinen. Nein, da ist noch eine. Da ist noch eine Wahl. Da hat er ja keine Wahl, außer zu sterben. Also die Maschine. Ja, jetzt noch. Ich kann noch. Natürlich kann ich noch. Hab genügend Hilfpflanzen. Jetzt habe ich auch wieder frischen Loot. Hier drüben, du! Wahl, ich glaube, das Rufen bringt nichts. Ja. Ich brauche hier Hilfe! Das Wieso? Sagen erstmal alle. Ich sollte nach Beta und Wahl sehen. Ja, denen geht's gut. Besser als mir. Hilfpilz. Und ein Auspuff. Nee, Löschwasser. Nee, gut. Und Kühlsaft. Seid ihr beide und okay? Noch was. Alles okay. Wo kommt das Vorratslager her? Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist tiefer in die Anlage geflohen. Ich werde ihn wieder hertreiben. Sehr gut. Ich repariere in der Zwischenzeit den Kern. Macht es. So, was haben wir denn hier? Was ist? Ah, das ist so ein Felsen vom, den der Behemoth geschleudert hat. Und der ist noch irgendwas Lilanes. Das will ich haben. Tja. Und Pilz. Für den nächsten Kampf. Ja, das brauchen wir, Aloy. Da ist natürlich recht. Wo muss ich denn hin? Erstmal zu den Killerpilzen. Beziehungsweise eigentlich das krasse Gegenteil davon. Die halten mich ja am Leben. Mehr oder weniger. Kehre zu Beta und Wahl zurück. Jetzt schon. Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Beschütze sie, Wahl. Mit meinem Leben. Ich wette, da müssen wir rein, oder? Macht doch Sinn, dass wir da reingehen. Nehmen wir noch einen schönen Pilz mit. Der ein bisschen unterirdisch gespawnt ist. Und das ist anscheinend nur ein Ausgang. Komm mal da rein. Irgendwo. Im Nirgendwo. Da hoch. Das ist zumindest mehr offen als das andere Zeug. Ansonsten können wir hier vielleicht runter. Ja, ja, Kabel wegrollen. Ganz, ganz wichtig. Kann ich hier rein? Also da kann ich zumindest hoch. Das ist doch mal was. Ich habe einen Weg gefunden. War doch nichts einfacher als das. So, Aloy, nur nicht fallen. Ich muss Hephaestus finden und ihm aus seinem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Hat sich flügge gemacht. Oh nein, so nicht, Hephaestus. Ich finde einen anderen Weg rüber. Ja, ich habe einen Gleitschirm. Hui. Nein. Tja, Welt ist dem Untergang geweiht, weil Aloy nicht festhalten konnte. Ja, fortfahren. Und doch jetzt nicht nochmal alles machen, oder? Hui. Vielleicht hätte ich besser abspringen sollen. So. Aloy. Ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Nein. Danke für die Info. Ich bin fast da. Wo muss ich den machen? Akkumodul. Muss ich da drauf schießen? Nö. Aloy, was mach mal hier unten? Zur Kante fallen lassen, okay. Also das war's nicht. Da liege ich nicht gut. Da finden mich die anderen ja nicht. Und können mich irgendwie wiederbeleben. Ja, ja, nochmal fortfahren. Wieso machen die das so dramatisch hier mit den Ladescreens? Und jetzt habe ich kein Fortfahren mehr. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Doch nicht. Hab nur Aloy kaputt gemacht. Kriegen wir wieder die Nachricht, dass sie sich reingehackt hat. Ich
Ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich machen soll. Kann ich das da zerschießen? Wenn ja, sollten die leuchten. Kann doch nichts machen, oder? Ich weiß, ich stelle wieder sehr sinnvolle Fragen. Aloy, ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich glaube, nächstes Mal reiß ich mit Leiter. Also von da unten sind wir ja nicht mehr hochgekommen. Ups. Hephaestus. Das ist eine Art Produktionskammer. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Ja, das denke ich auch. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Sieht aus wie ein Krokodil. Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Hey, geh da weg, Hephaestus. Ja, bestimmt. So. Ja, könnte auch ein Flossenfisch sein. Nein, du schaltest nichts ein. Böse KI. Böse. Loot. Guter Loot. So, heilende Bieren haben wir genug. Hey, ich glaube, da war Wildfleisch und Eichhörnchenfleisch dabei. Sollte man was nachcraften. Kann nicht schaden, so wie ich treffe. Ich muss herausfinden, wo Hephaestus sich versteckt. Es gibt hier wohl zwei Wege. Immer links rum. Die Maschinen gehen schnurstracks in eine andere Kammer. Ich folge ihnen lieber. Stirb! Auf die Hähnchenbrust! Ich kann denen doch nicht mal folgen. Ich muss an diesem Schild vorbei. Ja, mir tut's weh. Ah, da oben komm mal durch. Das ist wieder ein kleines Kletterrätsel. Ich frag mich, ob ich schaffe. Hui. Oder muss ich da in den Lüftungsschlitz? Ich glaube nicht. Okay, jetzt bin ich hier. Die Suche bald aufgeben. Da wäre ich mir nicht so sicher, Aloy. Was muss ich machen? Auf einem der Metallwagen mitfahren. Ja. Gute Idee. Sagst du mir auch, wie wir da hochkommen? Anscheinend war das hier schon mal falsch. Aloy, ich habe gesagt, das war falsch. Jo, da kommen wir hoch. Hui. Und dann... Maschinen. Was bist du denn? Die Maschinen schlagen auch nicht zurück. Das ist praktisch, das könnte so bleiben. Hephaestus ist doch auf meiner Seite. So, und da ist ja nochmal Loot drin. Sogar zweimal lila, doppelt lila. Ja, den explosiven Schlamm nehme ich gern mit. Aloy, ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber der Energieprozessor, der ist kaputt. Nein. Wir können keinen neuen herstellen, also... Kann ich den Kern nicht reparieren? Okay, mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit... dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube... Na also. Hui. Ich hoffe, das ist die richtige Seite. Ich habe so ein starkes Gefühl, dass nicht. Ich kann Zugwerfern? Wieso hat das mir bei der anderen nicht gesagt? Ja, super. So funktioniert das natürlich. Vielleicht habe ich es beim anderen wieder mal übersehen. Ey Leute, schafft man nicht mehr. Wir müssen auf den nächsten Transport. Ah, da kommt er. Die sollten hier öffentlichen Nahverkehr machen. Sind relativ gut da drin. So, wir gehen mal nach hinten. Mensch, was wird da schon wieder für ein Mist produziert? Noch ein bisschen. Okay. Wie kriege ich jetzt Hephaestus hier raus? Da muss ein Knoten sein, den du überbrücken kannst. Bei der mittleren Plattform. Danke. Aber ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern. Ja, gute Wahl, Aloy.
erledigt. Nee, nee, die lebt noch. Boah. Du Arsch. Lass das. Und hinter mir ist auch noch so ein Vieh. Boah, nicht zwei auf einmal. Kritischer Schlag, ey Leute, nicht runter. Fallen. Dann können wir Fallen aufstellen. Warum nicht? Ich muss erstmal nachcraften. Fallen. Macht er meine Falle wieder kaputt? So, auf die Hähnchenbrust. Aha. Au. Kann man das Ding, was er da macht, um mich anzuziehen, irgendwie ausschalten? Das finde ich persönlich relativ nervig. Ja, ja, du mit deinem FSAU. Kannst du dich nicht einfach Gaia anschließen und die Welt retten? Wieso bist du auch so ein Arsch wie Hades? Ich war in einer finnischen Animation. Ins Schwarze! Ins Känguru, hätte ich gesagt. Jetzt auf das Moorhuhn. Da bin ich als Kind vorbereitet. Na also, voll auf die Nuss. Je nachdem, ob es Nüsse hatte. So, dann wieder hier mit den Pilzen. Waren, glaub, alle Maschinen. Ja, ja, du und deine Pipeline. Ich habe verstanden. Guck, da ist noch ein Pilz. Ist aber praktisch, dass die hier überall wachsen. Ja. Ach, Kata wäre noch eine Maschine. War aber nicht. Jo. Her mit dir, Hephaestus. Da kommen noch mehr Maschinen. Beta! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Stärker schießen. Ich schau mal nach. Wie kann er so schnell überhaupt welche produzieren? Na, unfair. Ich glaube, das ist jahrelanges Training. Nein, nix einsatzbereit machen. Klingt schon wieder, als würd's mir mehr schaden als nützen, Hephaestus. Ah, schon ein Grimhorn ist gut zu erledigen. Das ist der Nachteil bei so großen Maschinen. Jo. Ja, wollen wir nochmal ordentlich mutig sein. Ich würd... Ein Glück, Hammerpilze aufgesammelt. Wo bist du, Hähnchen? Nee, du Känguru. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich mag diese heißen Hüpfer nicht. Na, zumindest gehen sie leicht down. Na gut, das hat er doch ausgehalten. Das nicht. Au! Fall doch nicht immer runter, Eloy. Hoch mit uns. Ist hier nochmal Loot drin? Ja. Dankeschön. Ich sollte nicht direkt in eine Falle mich manövrieren. Ja, ja, die 82% sind aber deine Wahrscheinlichkeit, hier ordentlich in den Arsch getreten zu werden. Wäre jetzt meine Analyse. Jo, einmal noch in den Hintern schießen. Wahrscheinlich noch ein zweites Mal und ein drittes. Nein, keine Munition mehr. Werd sauer. Werd so richtig schön sauer. Ich muss nachcraften. Doch nicht in Richtung des Gegners, Aloy.
Oh, und willkommen zurück am Boden der Tatsachen. Komm schon. Hintern. Zeig mir deinen Hintern. Ja, das reicht. Alle erledigt. Hör mal auf, da hier im Hintergrund so zu labern. Und konnte Hephaestus die Kontrolle entziehen. Sehr gut. Du solltest ihn jetzt überbrücken können. Oh, das hat bestimmt noch ein paar Sekunden Zeit. Bieren. Fast so gut wie Bieren sind. Der hat auch heilende Wirkung. Zumindest wenn man einen verdorbenen Magen hat. Weil dann muss man den trinken, dann kotzt man und dann geht's wieder. Klingt, als sei er in eine andere Kammer geflohen. Ja, in die Kammer des Schreckens. Er sollte sich nicht zu gemütlich machen. Den kriegt man da schon raus. Ein Horn. Eine Waffe. Noch eine Waffe. Wo ist das Kammerkind denn hin? Da nach hinten, dann nehme ich aber eine Waffe mit. Liegt hier irgendwie noch was rum. Hier rahmgeschnetzeltes. Nö, haben wir schon gelootet. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwann rum. So, die nehme ich. Leuchtsprenger Beutel voll. Ja, Leuchtsprenger für die Springteile ist ja ein ganz guter Name. So, was bist du? Ein Bündelwerfer. Ach, Aloy geht so langsam damit. Ich sollte mir sowas auf den Rücken montieren, ist doch viel besser als ein Rucksack. Hephaestus. Ich habe 6 Schuss für dich. Ach, scheiße. Doch, ich komme rüber. Oder sind wir hier reingegangen? Na toll. Ach, scheiße. Der Gang ist voller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Ja, Aloy. Ja. Es kommen mehr Maschinen. Bitte schon sag mir, okay, dass du bald fertig bist. Ich arbeite daran. Hier sind doch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, darin verpasst was. Aloy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, wir schaffen das, Aloy. Schön. So. Hui. Beinahe wäre man wieder draufgegangen. Hallo, ihr Maschinen. Fürchtet euch nicht. Oh, ich hat die Befürchtung, Aloy macht nicht, was er soll. Hui. Den Maschinen hinterher. Nein, wieder falsch abgebogen. Komme ich da jetzt lang? Muss ich von da oben? Scheiße. Die Jägerin wird zur Gejagten. Haben wir eine Idee, wie wir da hochkommen? Wir waren ja vorhin schon mal nah dran. Ich sehe jetzt nicht viel, außer halt hier rüber. Hui. Da ist wieder... Da kommen wir aber auch nicht durch. Können sich Aloy nicht durchquetschen. Ich hätte ja gesagt, wir können hier einfach rüberspringen, aber... Okay. Oh. Ich muss Hephaestus hier rausjagen. Erstmal die Maschine. Okay. Boah, hast du viel ausgehalten. Ja, lass mal das Geschrei. Wie viel hältst du aus? Kollege. Das ist unfair. Oh je, mitten ins Auge. Das wird eine Narbe hinterlassen. Und nochmal. Bullseye. Au. Au. Wieso ist die Maschine so viel stärker als ich? Wieso ist da ein Totenkopf dran? Muss das so sein? Was bist du denn? Nur Level 14? Was hast du denn für ein Problem?
Haben wir in Ruhe? Aloy, hör auf zu stöhnen. Ich muss mich konzentrieren. Nein, warte. Nachcraften. Was ist denn das für ein Symbol? Was hast du für Probleme? Auf den Schwanz. Das war ein saurer Schwanz. Was kommt davon, wenn man zu selten duscht? So, alles erledigt. Wunderbar. Zweiter Knoten, kommen bestimmt neue Maschinen. Ich freue mich ja so. Nehmen wir erstmal den Loot. Das kann uns schon mal keiner nehmen. Nein! Oh, nicht schon wieder. Ja, wieso haben wir den nicht getroffen? Ich versuche den Zugriff wiederherzustellen. Dankeschön. Ja, ich weiß, das ist ein großes Ding neben mir, aber zuerst die kleinen Feinde ausschalten. So viel Zeit muss ja sein. So, auf deinen Rücken. Der ist so zum Entzücken. Explodier doch einfach. Ich weiß, ich treffe nicht. Das ist zum Teil mein Fehler. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich getroffen. Ich mag die Teile. Die explodieren immer so gewaltig. Au. Mitten im Angriff nachcraften. Das kann auch nur Aloy. Hat der sich regeneriert? Das können wir nicht zulassen. Aha. Meine Deckung. Hör mal auf, ein Analyseprogramm laufen zu lassen. Na, unfair. Wir machen das wie Männer. Oder hier wie sehr tapfere, kampffertige Frauen. Mit unseren Fäusten. So. Den Loot will ich natürlich auch. Wie viel kommen denn? Oh nee, Krallenschreiter. Ich mag dich nicht. Ich hab gerade gesagt, ich mag dich nicht. Hört er nicht? Falle! Noch eine Falle. Muss er auch auslösen. Na also. So, stirb einfach. Ich mag dich nicht. Stirb! Stirb! Aloy, sag mal, dass er sterben soll. Das war alles. Sehr gut. Und so, Knotenzugriff wiederhergestellt. Jetzt sehr kannst gut. Du überbrücken. Gute Arbeit. Die Festdusch. Schlechte Neuigkeiten. Ach, das glaube ich nicht. Krallenschreiterschwanz. Ja, das will ich durchsuchen. Ja, Aloy. Und wieder genügend Heilpflanzen drin. Ach, ist das nicht schön. So, dann raus mit dir. Schön mal Gras anfassen und all das. Löschung steht bevor. Rückzug in Konstruktionsbucht 1. Nein. Okay. Festes gehen allmählich die Verstecke aus. Ja, aber jetzt ist ein Konstruktionsbucht 1. Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Bin ich überrascht. Ist etwas im Gange. Ja. Alles leuchtet. Die Maschine, die Herr Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ach was. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, das wird schon passen. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Gehe ich gerade im Kreis oder bringt das hier was? Durch die Kabelkanäle zu gehen. Das war im Kreis. Und warum im Kreis? Das ist ein Scheiß. Kann ich nicht schnell reisen? Ich finde den Weg nicht mehr. Ja, da ein drittes Mal fuhlt es mich nicht. Dann muss ich da raus. Hier rein in die Produktionskammer.
Ja, und das sieht doch besser aus. Das sieht doch schon besser aus. Dann schauen wir mal, was er da zusammengebastelt hat. Ja, ja, ganz bestimmt. Was ist das denn für ein Teil? Ich sollte erst scannen. Diese Dinger an ihren Beinen leuchten. Ich glaube, sie lädt auf. Glaubst du das? Wie kommst du denn da drauf, Aloy? Können die auch abgesprengt werden? Diese Angriffe verursachen nicht viel Schaden. Sie ist jetzt bereit. Und voller Plasma. Nein. Plasma stecken, Kollege. Au. Au. Was bist du denn für ein Arsch? Ah, 103 Schaden nimmt es. Schwach gegen Frust. Ich schau mal doch mal. Oh, das Plasma auf dir. Das kann jederzeit explodieren. Ja, dann Vorsicht! Na, also eingefroren. Löschwasser, nee. Löschwasser haben wir zwar auch, aber... Nein. Aloy, steh auf. Wir können uns solche Scherze nicht erlauben. Ich hab noch nicht genug Ausdauer. Hast du inzwischen nachgeladen? Nein. Ah. Hat sie gar nicht erst versucht. Löschwasser. Sie lädt wieder auf. Ja, das ist doch gut. Kleben wir sie noch fest. Oh, das geht locken. Brauch mehr Löschwasserfallen. Löschwasser. Ja, vielleicht. Muss ja erstmal wissen, wo ich wieder drauf schießen soll. Da nicht. Da nicht, Aloy. Säure. Lass die Teile doch mal dauerhaft markiert. Das hilft mir. Toll, schon ist der Mut wieder vorbei. So, Löschwasser, Löschwasser, Löschwasser. Ich lösche den Brand, keine Sorge. Kleine Pause von den Plasmaangriffen. Ja, das ist lieb. Komm schon. So viel Leben hat es doch nicht mehr. Hälfte ist schon weg. Aloy muss schon in eine gute Richtung ausweichen. Au. Ich glaube, das war halbwegs die falsche Richtung. Bleib gelb markiert. Ich brauche eine Weile hier, das zu lernen. So, Schwanz ist immer gut. Das weiß ich. So wurde ich aufgezogen. Da ist das Teil. Mach's platt. Wieso treffe ich das eigentlich nicht? Wieso treffe ich so schlecht? Wieso ist das große Ding so agil? Macht doch gar keinen Sinn. Ist doch kein Softwareentwickler. Toll hast du das gemacht, Aloy. Löscht es. Löschwasser das. Na also. Wir haben es ja fast.
Und spannt's. Na, scheiße. Obwohl es in Zeitlupe ist. Aha. Aha. Was für eine Sterbeanimation. Es müsste noch einen letzten Knoten geben. Okay. Gut. Wieso kann ich die jetzt nicht abspringen? Ich schicke Herr Festes zu euch zurück. Sehr gut. Ich loot mal und crafte nach. Jo, meine Löschwasserfalle. Da wollte anscheinend nicht reinspazieren, der feine Herr. Mega-Dinosaurier. So. Ja, da ist ja der Knoten. Dachte, da müsste ich wieder weit wandern. Anscheinend nicht. So, zurück mit dir, du Tier. Kein Verstecken mehr, Hephaestus. Mission steht bevor. Rückzug in den Kern der Anlage. Oh. Okay. Hephaestus ist zurück im Kern. Da sollte er ja hin. Sorgt dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Ja. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. Ich hab auch was getan. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Und ohne mich? Ja, gleichfalls, Aloy. Danke, endlich sag's mal einer. Flammenfrüchte. Nee, danke, im Moment nicht. Kann's mir nicht erlauben, mit Durfall aufs Klo zu müssen. Nicht während dieser Mission. Hui, das haben wir aber gut gemeistert. Wir waren ja auf Stufe 40, also gar kein Problem für uns. Ich gleich mal zu meinen Freunden. Oder zumindest die ersten 2 Meter. Und dann nochmal. Das waren mindestens 5 Meter. Aloy, der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Supi. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Ah. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Gaia? Fertig. Ah, wunderbar. Dachte, du wärst schon weg. So, und das braucht jetzt 4,5 Stunden. Ah, sieht aber cool aus. Wow. Zur kompletten Verschmelzung müssen wir Hephaestus bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. Aha. Funktioniert das mit einem Minigame? Ich hoffe, Aloy kann das von sich aus. Ich habe keine Ahnung. So funktioniert Programmieren eigentlich nicht. Glaub, wir stricken in Wirklichkeit. Oder machen so eine neue Form von Tai Chi. Aber es scheint zu klappen. Da kommt er. Aloy! Dort! Was ist das? Vögelchen. So. Die großen Versionen von dir wollen mich umbringen. Ja, das kann nicht gut sein. Hallo, redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Ich töte erstmal Beta. Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Nein, mach das nicht. Lass Wahl in Ruhe. Ha, schon wieder. Los, hinter mich. Oh, oh. Komm schon, Schluss mit dem Blödsinn. Lass Wahl in Ruhe. Jetzt geht der Spaß los, oder?
Nein! Wahl! Ich hab's versprochen. Na endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. So eine Scheiße. Nein, Wahl. Tilda! Ich hab Warum? Gesagt. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was zum Teufel machst du? Halt sie auf! Ich sehe sie nicht mal! Okay. Okay. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Wieso bleibt der Bildschirm so lang schwarz? Ha, schon wieder ausgenockt. Peter! Vielleicht hat er überlebt. Irgendwie. Gaia hat ihn geflickt. Flässerchen drauf gemacht. Oh, ich will die Fasinets ausschalten. Solche Arschlöcher. Wo bin ich? Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Nur ein bisschen verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Ach, nur ein bisschen. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Was für Spinnenweben? Ich mache währenddessen mag keine Spinnen. Frühstück. Okay. Okay. Ich habe aber gern Frühstück am Bett. Vor allem so Croissants, das krümelt dann immer übers ganze Laken. Bin auch kein sehr sanfter Esser. Mehr bleibt nicht. Neues Zwischenspiel. Ich dachte, ein Zwischenziel. Ja, anscheinend Zwischenspiel. Nee, gut. Aber ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.